Die Herztöne eines Ungeborenen im Bauch der Mutter. Nach 9 langen Monaten ist jetzt der ersehnte Moment gekommen. Plötzlich zählt jede Minute. Ziel der Fahrt? Das Rudolf-Virchow-Klinikum in Berlin. Hier ist die größte Geburtsstation Deutschlands. Dutzende von Hebammen und Ärzten helfen, 4000 Kinder im Jahr auf die Welt zu bringen. Und jede Geburt ist ein großes Wunder. Ich hab Baby! Sabine Quante ist seit 23 Jahren Hebamme. Sie ist freiberuflich und lebt ständig auf Abruf, egal ob beim Abendessen oder im Kino. Heute hat Thomas Knorr angerufen. Bei seiner Frau haben die Wehen eingesetzt. Vorbei mit dem freien Abend. Sie treffen sich auf der Geburtsstation. Ja, Friederike, ich bin Sabine. Und gegrüß dich. Du, Friederike, ich komme jetzt mit einer Frau, die hat einen Blasensprung und Wehen. Ich wollte mal fragen, ob ihr einen Kreißsaal frei habt. Ist was frei, ja? Ja, wunderbar, die 4 ist uns recht. Die würde ich mir wünschen. Gesperrt, genau. Reservierst du mir den Kreißsaal. Okay, ich bin gleich da, ne? Bis gleich. Tschüss. So ist gut, so ist gut. Und wieder rauspusten, noch nicht drücken, rauspusten. Ja, ganz toll, super. Und wieder. Ja, ganz toll, so ist gut, so ist gut, so ist gut, wunderbar. Ganz toll, ganz toll. Oh, ja, super, ganz toll, ganz toll. Ganz schön. Machst du ganz prima, keine Angst. Schön den Kopf hinlegen, Sabine. Leg den Kopf hin. Okay. Ich hätte gern einen Arzt zur Geburt, bitte. Auspusten. Und nochmal. Auspusten. Rauslassen. So ist gut, super. Ganz toll. Mach mal so. Hey, bist du so lieb? Nimmst du mal die Decke? Ja, und lang pusten. Und jetzt wieder. Jetzt müssen wir kurz in die Handschuhe zu kommen. Lass uns das machen. Es geht so schnell. Auspusten. Halt mal hier gegen. So, okay, okay, okay. Okay, okay. Gut. Ist okay. Ganz ruhig jetzt. Das Köpfchen ist da, Sabine. Locker. Atmen, 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 atmen. Okay, guck mal, guck mal, guck mal. Hallo. Oh nein. Hallo. Ich bin schon da. Ja, super. Ich bin schon da. Hallo, Schätze. Oh, noch schneller ging's ja. Oh wow. Ja, ist das gut. Super. Das ist die Mitte. Oh, danke. Oh Mensch, das ging ja wirklich. Naja, ich sag's ja. So ist sie, ne? Man merkt ihr nichts an. Mäuschen, hallo, du hast richtig Pausbacken. Er sagt so große Hände. Und der ist ganz reif, Biene. Also der hat kaum Käseschmiere. Ja. Also so 8/10 ist eigentlich ziemlich, glaube ich. Vergiss Michalin auf die Welt. Oh, Schmetzchen. Wo
darfst die Papiere schreiben, dann gehst du wieder nach Hause, ne? Du siehst richtig schön aus wie blühende Leben. Ja. Vorher wie nachher. Und ich sehe ganz kaputt aus. Es war? Nee, kann ja. Ich nicht. Es war? Bist du so aufgeregt? Ja, ja klar. Es war? Mhm. Ach Gott, wie süß. Geschafft. Was jetzt folgt, ist Routine. Eintrag des Neugeborenen in das Geburtenbuch der Station. Name Knorr Leonard, männlich, 3220 Gramm schwer, 51 cm groß. Na, die 4000 schafft ihr nicht mehr, oder? Die sind ja. Wollen wir ja gar nicht. Und die 8. Geburt in diesem Monat. Der Monat hat erst 2 Tage, ne? Naja. Der Storchendienst. So nennen die Berliner diesen Krankenwagen der Feuerwehr, der eigens dazu da ist, schwangere Frauen zur Geburt in die Klinik zu bringen. Nadja Hoffmann erwartet ihr 2. Kind, einen Sohn. Auch ihre Tochter hat sie im Virchow-Klinikum bekommen. Trotzdem sitzt ihr die Angst vor der Geburt wieder in den Knochen. Sie erinnert sich noch zu gut. Auch die Hebamme Danielle Ferdinand arbeitet im Virchow-Klinikum. Allerdings ist sie fest angestellt. Um 10 Uhr beginnt ihre Nachtschicht. Wer und was sie heute Nacht erwartet, weiß Danielle noch nicht. Anders als die freiberufliche Sabine, die ihre Schwangeren schon vor der Geburt betreut. Am Römerstraße. Die erste Untersuchung im Leben des kleinen Leonard. 1 Minute nach der Geburt. Sabine prüft seine Vitalität. Der Kleine ist gesund und munter. Sag mal, du kleines Männlein. Komm, komm, komm. Also das ist jetzt das 69. Baby in diesem Jahr. Ja. Etwa bringe ich pro Jahr so um die 100 Babys. Zur Welt, das ist ein schlechter Satz. Ich bringe die nicht zur Welt. Die Frauen bringen die zur Welt. Da muss man aufpassen, das ist ganz schlecht. Das denke ich, dass das so ungefähr jetzt um die 8000, etwas über 8000 sein müssten. In 28 Jahren, ja. Eine richtig kleine Kreisstadt schon. Die Bevölkerung in einer kleinen Stadt. Ja. Nadja und Nils Hoffmann treffen ein. Frau Hoffmann wünscht sich eine Rückenmarkbetäubung. Die berühmte PDA. Der Rettungsanker für alle Schwangeren, die sich vor den Geburtsschmerzen fürchten. Also ich habe jetzt nochmal mit der diensthabenden Ärztin gesprochen. Wir machen jetzt erstmal so, dass wir einen Venentropf dranhängen. Ja? So wie es eigentlich auch, glaube ich, abgeklärt war. Dass wir den dranhängen, dass sie gleichzeitig diese antibiotische Abdeckung kriegen wegen dieser Herzgeschichte. Ne? Das wissen sie ja auch. Fürs Kind, nicht für mich. Das steht aber... Nee. Meine Erstgeborene ist ein Kind mit angeborenem Herzfehler. Und warum steht da drin Zustand bei Ihnen? Weil es die Ärztin auch nach dem 3. Mal absprechen vielleicht nicht ganz verstanden hat, die Aufnehmende. Also Sie haben nichts, sozusagen. Ich bin fit wie ein Tonschreiber. Wie sieht es denn aus mit PDA? Weil die sollte auch. Ich sehe sehr locker hier im Bett sitzen. Nee, weil. Ich habe ein angeborenes Steißbein. Ihr Steißbein? Von meiner Erstgeborenen. Da ist es halt nachher sehr schwierig. Ich kann in Rückenpositionen, also halt die 5 Minuten durch, dann bricht mein Kreislauf zusammen und das ist vielleicht nicht so gut. Ja,
Mhm. Nee, weil letztes Mal, wie sie den Wehentropf bekommen hatte, da dauert es also keine 22 Minuten, war ein Kind da. Deshalb frage ich wegen der PDA. Deshalb, also, das ging also unheimlich schnell. Ich würde trotzdem erstmal gucken, es ist eine halbe Stunde jetzt bis zur Dienstübergabe ungefähr. Hm? Dass wir das dann abwarten, wenn sie wirklich schmerzhafte Wehen haben, dass wir dann, oder schmerzhaftere als jetzt, ich sehe sie noch so recht locker sitzen. Es geht doch nicht um die Wehen. Nee, glaube ich um den Rücken. Ja. Dass wir dann mit der PDA anfangen. Hallo Silvia! Oh Silvia, war so schön. Ja, wunderbar. Es war so schön. Sie rückst du? Ja, ich schön. Ja, doppelklick auch nicht. Sofort. Was druckt er nicht? Und ihr habt eine Frau, die ein Baby kriegen will? Ich mal den lockern. Silvia, ein Schichtwechsel. Wir haben aber auch ein Glück, ey. Wir nehmen jedes Mal jeden Schichtwechsel mit. Oh. Oh, mir ist so heiß. Mein Kreislauf ist völlig am Ende hier, ey. Nur weil ich nicht stöhne, kriege ich keine PDA, weißt du? Ich bin nicht so tapfer. Elende. Na, mal gucken, was da rauskommt. Ja, kann man dir nicht mal Übergabe machen? Kannst du noch eine Minute warten? Ja, ich habe noch Zeit bis morgen früh um 6:30. So, dann Kreißsaal 4 liegt Frau, seit einer Stunde ungefähr, Frau Hoffmann, Nadja. Ihres Zeichens 26 Jahre, kriegt ihr zweites Kind, 43 Schwangerschaftswoche, unauffällige Blutgruppe. Die hat, ist heute irgendwie auf der Prä aufgenommen worden, weil auf Wunsch der Mutter wird sie eingeleitet, weil sie wegen Erschöpfung am Termin oder wie auch immer. Die ist klein von Wuchs und aber auch so breit. Und die will und soll eine PDA kriegen, weil sie sich beim ersten Kind, also laut ihren Aussagen, das Steißbein angeknackst hat. Und sie kann nicht auf dem Rücken liegen und klappt sofort kreislaufmäßig zusammen und so weiter, wünscht sie sich die PDA. Aber das Problem im Moment, wir haben noch keine Laborbefunde. Sie kann sie nicht abrufen und das Telefon war eben besetzt. Also müsstet ihr vielleicht nochmal abrufen. Denn die PDA wird gesetzt, auch wenn wir keine Laborwerte haben. Gut, prinzipiell ist das eine hochelektive PDA. Das ist ja kein Wehenschmerz. Und bei so einer Patientin, die bringt ja ein gewisses Risiko mit, da sollte man alles, was man zur Verfügung hat, vorher auch sichten. Ja? Ja, deswegen frage ich ja immer nach den Werten. Die Patientin für eine PDA ist zum Beispiel nicht ohne. Die ist extrem dick, unter uns gesagt. Ja? Und da ist die Möglichkeit der Fehlpunktion, der Fehllage und der Komplikation einfach höher. Und sie weiß, dass ich komme. Dass jetzt jemand anders kommt. Und geh genauso forsch rein, wie du jetzt eben hier gekommen bist. Ich werde mir Mühe geben. Heute gut drauf, oder wie war's? Ja, doch. Echt, ist hier drin warm? Kann ich hier irgendwie so ein Tuch haben, um mir mal den Schweiß abzuwischen? Ich fühle mich hier irgendwie. Hallo. Ist gerade ein Schmerz? Nee. Was denn? Frust, aufsteigender Frust. Hören Sie mich mal an. Hallo. Ich bin Danielle. Ja. Ist recht so, ja? Hallo. Ich werde Sie weiter betreuen. Und ich denke doch, dass wir das Baby zusammenkriegen. Hm. Erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen? Mir? Ja. Außer, dass Sie so gestresst sind. Haben Sie weh? Ja. Dolle weh. Ja. Erzählen Sie mal, wie sind denn die? Bauchverhärtung, Seitenstiche, unterschiedlichste Variationen. Der ist so aktiv. Ich könnte ihn echt. Das hat er von ihm, schwöre ich. Und Sie sehen aber auch aktiv aus. Nee? Das ist Verzweiflung. Nein, ich würde lieber schlafen. Na, so lange wie Sie so lachen, ist in Ordnung. Und kommt es unregelmäßig noch, diese Schmerzen, oder in regelmäßigen Abständen? Ich würde fast sagen, regelmäßig. Mhm. Also, ob es jetzt aller 5 ist oder aller 7, ich meine, die haben nicht auf die Uhr. Gut. Und wie das weitergeht, wissen Sie jetzt? Ja, so ein bisschen, nee, oder so, weniger. So ganz genau noch nicht. Also, erstmal nur die PDA und dann
Erstmal abwarten. Dann machen wir weiter. Und dann Wehentropfen, stimmt. Und dann genau. Fruchtwasserblase und dann. Dann bespreche ich das nochmal mit dem Arzt. Ja, wie wir weitermachen. Ja. Gucken, wie das Baby reagiert und mitmacht. Und dann kriegen wir irgendwann das Kind. Ja? Oh ja. Ist das was? Hätte was, ja. Hallo, Daniel. Ja. Wie schön. Ne, wir freuen uns wirklich, wenn wir uns sehen. Ja, wir blutschen uns immer, wenn wir uns sehen, weil die kleine Schwan. Das ist so einen tollen roten Lippenstift dran. Ja, weil ich bei Elternabend war. Du warst beim Elternabend? Ja. Ich war ganz schnuckelig essen. Och, mit wem denn? Ich denke, mein Mann ist nicht da. Naja, eben drum, dann gehe ich ja auch essen, wenn mein Mann nicht da ist. Sonst gehe ich ja mit ihm essen. Nee, ich kann nicht verstehen. Dafür habe ich Verständnis. Also. Ach, du hast ja meinen Mann schon mal kennengelernt. Ja, der stand mal vorne an der Tür. Aber ganz nett, ich würde auch mal mit ihm essen gehen, wenn du verreist. Kannst du ihm ausrichten, ja? Ja, na eben nicht. Da passe ich sehr auf. Du ja, mein Gott, ich will ihn nicht behalten. Du brauchst keine Angst haben. Ich will keinen, der nicht behalten müsste, um Gottes Willen. Ja, das kann ich verstehen. So. Aber die hat einen Blasensprung seit ewig und es steht nirgends drin. Das ist ja meine Lesebrille. Wie soll ich denn schreiben ohne? Oh. Hast du noch ein Käffchen? Schön, frischen, warm, bitte. Hast du noch eine Flasche? Ah. Wo ist denn mein Kaffee? Oh, danke schön. Auf welcher Seite würden Sie denn lieber liegen? Was ist denn für Sie angenehm? Wie die letzten 18 Monate links. Das trifft sich gut, weil ich sitze ja schon auf Ihrer Rechten. Also, noch mal ganz kurz über die PDA an sich. Das Verfahren kennen Sie im Prinzip. Das machen wir in Seitenlage und machen zuvor am Rücken dort, wo wir punktieren werden, eine örtliche Betäubung. Die spüren Sie. Das piekt ein bisschen und brennt ein bisschen. Das hört aber nach ein paar Sekunden auf. Und dann wird über eine Punktionskanüle dieser Schmerzkatheter in die Nähe von den Nervenausgängen, die vom Rückenmark rausführen, gebracht. Und da wird dann über eine kleine Menge an örtlichen Betäubungsmitteln werden die praktisch ausgeschaltet, sodass der Wehenschmerz nicht mehr so stark empfunden wird. Und ein paar Fragen habe ich noch an Sie. Und zwar, wie viel wiegen Sie denn? Zurzeit? Ja. 100 und... 105. Nee, mehr. Viel mehr. Mhm. Was war das, 18? 118. Also was mit dem? 118, ja. Und was war Ihr Ausgangsgewicht? Ich habe nur 5 Kilo zugenommen. Gut. So, das Erste, was wir machen, ist, dass wir hier so eine Blutdruckmanschette anlegen. Ja. Die können sich weiterhin bewegen, ne? Ja. Kann nicht passieren, ja? Ich fühle mich im Moment fit wie ein Tonschuh. Ich habe mehr Muffensäure als alles andere. Also, ich bin gut fest in der Luft. Okay. Naja, ich mach das mal. Die sollte möglichst dicht. Also im Vordergrund steht für Sie jetzt, sagen wir, die Geschichte von dem angeknacksten Kreuzbein und nicht ja, genau. Der Wehenschmerz ist jetzt noch nicht so. Der ist, den könnte ich weghecheln, aber das Problem ist, ich kann nicht liegen. Frau Hoffmann hat den Arzt erreicht. Die PDA, ihr Rettungsanker, fühlbar nahe. Daniel hat sich eine kleine Verschnaufpause verdient. Bei mir nicht. Ich glaube schon. Hast du hier schon, Daniel? Die haben noch mal zurückgerufen, Defektambulanz. Die will das was von dir. Die hat schon viermal angerufen. Das heißt Daniel? Das heißt Danielle. Danielle, genau. Danielle, die Schnelle, die haben schon viermal angerufen. Ja, wenn es eben nicht ist, dann. Tippe bitte deine Store-Nachricht ein und drück am Ende die Raute-Taste. Für eine Mitteilung in die Voicebox, sag bitte einfach Stopp. Ja, hier ist die Hebamme, Frau. Muss man jetzt irgendwas sagen, damit er. Ja. Das wird nach dem Bip sagt ja. Ja. Bitte eine Hebamme. Naja, da müsst ihr halt warten. Ich komme. Ich rufe euch dann, wenn ihr rein. Jetzt rutschen Sie mal zu dem Herrn Doktor rüber. Mit dem Popo. Ganz rüber, mit dem Rücken und mit dem Po.
Warten Sie mal, ich helfe Ihnen mal. Jawohl. So. Und jetzt mit dem Rücken noch viel mehr rüber. Richtig rüber. So, mit den Schultern jetzt und nur jetzt noch. Und jetzt noch mit der Schulter. Mit der Schulter zu uns. Mit der linken Schulter. Kommen Sie mal rum. Mit okay. der Schulter noch ein bisschen hier rüber. Ja. Ja, noch genau. ein bisschen? Ja, genau. Super. Jetzt gehen Sie mal okay. runter. Jawohl. So. Okay. Ich brauche mal, was Sie jetzt spüren. Das sind meine Hände hinten. Ich muss mir das erstmal sehr sorgfältig tasten. Das ist bei Ihnen nicht ganz einfach. Und dass ich erstmal eine Orientierung bekomme, wie das da im Wirbelbereich aussieht bei Ihnen, ja? Ja, machen Sie. Mhm. Entschuldigung, es geht leider nicht anders, ja? Frau Hoffmann, wo ist jetzt das Problem? Haben Sie jetzt. Ist das Beunruhigung eher oder Aufregung? Ja, ich bin tapfer. Die spüren auch nicht so viel. Ne? Einmal einen Pieks zu betäuben, die Stelle zu betäuben, wo er arbeitet, dass sie es nicht spüren. Sie machen das doch gut. Hm? Erzählen Sie mal, wissen Sie denn, was es wird? Ja. Was denn? Ein Junge. Frau Hoffmann, können Sie jetzt noch mal probeweise versuchen? Entschuldigung, ich muss so drücken, sonst kann ich es nicht tasten. Dass Sie mal versuchen, den Rücken gegen meinen Finger zu drücken. Dass Sie möglichst kein Hohlkreuz machen, wie im Moment, sondern dass der Rücken rund rauskommt. Für Sabine geht der Arbeitstag zu Ende. Knapp 2 Stunden sind vergangen, seit der kleine Leonard auf die Welt gekommen ist. Die Eltern wollen mit dem Baby schnell nach Hause, wo die 2 Geschwister schon gespannt auf den Neuankömmling warten. Und hast du denn Lust, ihn anzuziehen? Ja, ne? So als Drittvater kannst du das. Und dann geben wir ihm das. Na, da kriegst du erstmal noch zu trinken und zu essen. Na, Essen war jetzt übertrieben. Also ich weiß nicht, ob die Küche noch was hat um die Uhrzeit. Ich glaube nicht. Ne? Vielleicht Zwieback oder Kekse. Oder eine Buttermilch. Auch eigentlich muss trinken. Lassen. Trinken, ne? Ich hol die Sachen gleich die anderen. Ja. Okay, gut. So, Wo gehen wir denn hin? Frau Hoffmann, ich lege jetzt die örtliche Betäubung an. Wie gesagt, die spüren Sie ein bisschen. Das ist nicht so angenehm. Das ist aber gleich vorbei. Ne? Ich muss das erst noch mal kräftig tasten. Und Sie müssen sich jetzt noch mal konzentrieren. Mit dem Rücken gegen meine Finger zu kommen. Gleich zurück, ja. Ich muss mal vor der Lage der Frau. Ja, na, so viel wie Etiketten und wie Blätter rauskommen. 12. Du kriegst aber eine von mir. Wie Blätter rauskommen. Aufnahme habe ich gedrückt. Ich bin doch nicht blöd. Nein. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Ich habe Aufnahme gedrückt. Ja, aber die Krisenblatt Aufnahme. Hallo? Etiketten hast du schon wieder angekriegt. Nein, Epikrisenblatt. Kannst du nicht lesen? Können alle nicht lesen. Ich bin nicht alles durcheinander. Au, 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 au. Also kompliziert ist die überhaupt nicht. Die lässt halt alles raus und erscheint halt sehr laut und sehr bewegt sich, ist vieles sehr mobil, aber die macht das schon ganz gut. Also schwierig ist die nicht, laut. Aber bis die PDA raus ist, das wird schwierig für den Anästhesisten. Wie lang? Nein, die ist halt ein bisschen übergewichtig und dann es ist halt schwer, so einen kleinen Punkt zu treffen. Hier, wo meine Finger sind, da müssen Sie einen Gegendruck machen. Richtig, genau. So ist es gut. Ich will schimpfen. Aber nicht bewegen. Nein, ich bewege mich nicht, aber schimpfen will ich. Sie machen das so gut. Hm? Ja, lass es raus. Das macht nichts. Hm? Ja. Sehr gut. Du musst schimpfen. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Der wohl am besten bringt. Jetzt nicht bewegen, bitte. Ja? Nicht bewegen. Ich probiere jetzt den Katheter zu platzieren. Sie bewegen sich nicht. Das kann so ein bisschen Stromschlaggefühl geben. Im Po oder in den Oberschenkeln. Sie sagen mir einfach das, was Sie spüren. Ja? Lass mich alle in Ruhe. Sanitäter.
Was ist denn jetzt, Frau Hoffmann? Oh. Sagen Sie mal. Ich will endlich, dass die PDA... Es geht nur darum, arbeiten. Aua, was war das denn jetzt? Das ist die ganze Lage. Scheiße. Ach, Hase, wenn du wüsstest. Ja, ich weiß nicht, aber trotzdem, versuch doch mal. Nicht geht, kannst du auch mal Hase ist doch da, das ist schon mal gut, ne? Sind es 18 Minuten. Hm? Wie lange brauchen Sie da noch? Das kann ich... Bis wir fertig sind, Frau. Jetzt so aus dem Stand nicht sagen. Wie gesagt, das ist bei Ihnen ausgesprochen schwer. Es sieht so aus, als ob die normale Kanüle gar nicht ausreicht. Vom Weg her einfach. Unter Umständen müssen wir dann längere Kanüle nehmen. Die PDA erweist sich als so schwierig, wie der Anästhesist befürchtet hatte. Die Chancen, dass die ersehnte Betäubung gelingt, nähern sich dem Nullpunkt. Na, das ist also jetzt blutig. Ich krieg schon meine nächste Wehe, ey. Atmen, schön atmen. Puste raus. Schön ausstoßen. So, das Problem ist folgendes, die Stelle wäre gut gewesen, aber die Venen, die da hinten sind, also die Blutgefäße, sind in der Schwangerschaft weit erweitert und unter Umständen trifft man die. Das kann man ja von außen nicht sehen. Und dann kann man den Katheter auch nicht platzieren. Deswegen müssen wir in der Etage den Punktionsversuch auch abbrechen. Ne? Ich will keine PDA mehr. Sie haben da so viel experimentiert jetzt. Ich liebe dich. Wir haben bald ein Baby. Bald ist es da. Es dauert nicht mehr lange. Dann ist unser Baby da. Ja, unser Baby. Wir schaffen das. Ich schon. Ja, klar. Ich habe das Gefühl, alle Gliedmaßen zittern. Das nächste Mal große Aufregung vor dem Eingang der Klinik. Das hat die junge Assistenzärztin Bettina Schaus noch nicht erlebt. Auf der Station sind schwierige Entscheidungen zu treffen. Oberarzt Dr. Axel Schäfer wird zu einem Kaiserschnitt gerufen. Hoffmann wird ihr Kind zur Welt bringen. Ohne Betäubung. Jetzt gehe ich einen rauchen. Aber das darfst du nie dem Chef zeigen.